Welche Abmessungen kann ein Tiny House haben? Ein Tiny House kann in der Breite bis zu 2,55 Meter breit sein und in der Höhe bis zu 4 Meter. Allerdings gilt das von Unterkante Reifen bis Oberkante Dachspitze. Zieht man die 50 cm des Anhängers noch ab, bleiben einem 3,50 Meter. Und falls man das Tiny House später einmal im öffentlichen Straßenverkehr bewegen möchte, sollte man beachten, dass das gesamte Gespann, also Zugfahrzeug plus Tiny House, nicht länger als 18 Meter sein darf. Wie schwer darf ein Tiny House sein? Aber nicht nur auf die Abmessungen kommt es an, sondern auch auf das Gewicht. Als magische Gewichtsgrenze für ein Tiny House hat sich ein Maximum von 3,5 Tonnen durchgesetzt. Hat man in einem Tiny House überhaupt genug Platz? Natürlich hat ein Tiny House genug Platz, wenn der Raum vorher clever arrangiert wird. Solche Loftebenen wie hier können helfen. Diese können als Schlafzimmer, Büro oder auch als Abstellkammer genutzt werden und ermöglichen dadurch nahezu eine Verdopplung der Grundfläche des Tiny Houses, welche sich wiederum positiv auf den Platz auswirkt. Dann hat man auch genügend Raum für sein Inventar. Ist man allerdings Besitzer einer umfangreichen Buchbibliothek oder aber Schallplattensammlung, dann könnte es auch in diesem Tiny House sehr schnell wieder eng werden. Sind Tiny Houses nur etwas für Singles oder auch für Paare? Ein Tiny House eignet sich sowohl für Singles, Paare, aber auch ganze Familien. Möchte man jedoch mit Kindern in ein Tiny House ziehen, sollte man dies schon bei der Planung berücksichtigen. Denn Kinder brauchen ja auch ihre eigenen Räume. Und somit muss die Raumaufteilung nur geschickt verändert werden, damit man für das Kind oder die Kinder einen eigenen Raum zur Verfügung stellen kann. Wie viel Fläche bieten Tiny Houses? Je nachdem, für welches Tiny House Modell man sich entscheidet, kann man zwischen 10 Quadratmeter und teilweise etwas mehr als 20 Quadratmeter wählen. Aber das bezieht sich meist nur auf die Grundfläche. Wenn man dann noch die Loftebene oben hinzurechnet, kann man nahezu mit einer Verdopplung der Grundfläche seines Tiny Houses rechnen. Das bietet allerlei Platz. Wie sieht es mit Strom und Wasser aus? Natürlich kann auch das Tiny House ganz normal mit Wasser und Strom versorgt werden. Entweder über Festanschlüsse oder über Autarkie, das heißt die komplette Eigenversorgung. Aber man sollte beachten, je autarker das Tiny House werden soll, desto mehr muss ich natürlich einplanen, auch an Gewicht. Von daher ist es vielleicht sogar besser, auf Festanschlüsse zurückzugreifen. So, und wo bekomme ich jetzt Strom her? Ist ein Tiny House nicht nur ein Campingwagen bzw. ein Campinganhänger? Nein, denn durch die größeren Abmessungen am Tiny House ergibt sich ein luftigeres Raumgefühl. Und zum anderen durch die Verwendung natürlicher Materialien wie Holz oder auch dickeren ökologischen Dämmungen auch ein besseres Raumklima, was wiederum zum Wohngefühl beiträgt. Ob man sich letztendlich aber für ein Tiny House entscheidet oder aber für einen normalen Wohnwagen, bleibt jedem selbst überlassen. Wie viel kostet ein Tiny House? Je nach Größe, Art und Umfang der Ausstattung muss ich mit verschiedenen Preisen bei einem Tiny House rechnen. Ein 5,40 Meter langes Tiny House zum Beispiel startet bei ungefähr 40.000 Euro. Will ich dagegen schon 7,20 Meter mit ausgeklügelten Versorgungslösungen haben, dann gehen die Preise bei ca. 70.000 Euro aufwärts los. Nach oben wie immer keine Grenzen. Aber bitte beachten, bei den Preisen sind noch keine Mieten, Pachten oder vielleicht sogar Kaufgebühren für das eigene Grundstück enthalten. Diese kommen schließlich noch dazu, denn irgendwo muss das Tiny House ja hin. Kann man ein Tiny House komplett baubiologisch nachhaltig bauen? Natürlich kann ein Tiny House auch voll ökologisch gebaut werden. Als Grundwerkstoff empfiehlt sich Holz. Als Dämmung kann ich zum Beispiel so etwas nehmen, Schafswolle. Aber ich sollte darauf achten, dass wenn ich mein Tiny House auf einem Anhänger baue, ich sehr mit dem Gewicht aufpassen muss. Manchmal eignet sich gerade bei diesen voll ökologischen Maßnahmen doch eine zweite oder dritte Schicht, um einfach die Effizienz meiner Dämmung zu verbessern. Aber diese schlägt wieder aufs Gewicht. Deswegen empfiehlt sich da vielleicht bei einem voll ökologischen Ansatz, einfach
lieber auf den Modulbau, auf einem Fundament in meinem eigenen Grundstück zurückzugreifen, anstatt unbedingt das Ganze auf einem Anhänger aufzubauen. Kann ich mein Tiny House überall hinstellen? Egal, ob ihr das Tiny House als Wohnwagen oder als Anhänger mit gesicherter Ladung zugelassen habt, im öffentlichen Raum unterliegt ihr damit immer der StVO. Das heißt zum Beispiel, dass ein Anhänger mit mehr als 2 Tonnen zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht in Wohngebieten stehen darf. Sonn- und Feiertage sind ebenfalls tabu. Auf eurem eigenen Grundstück könnt ihr das Tiny House aber ohne Probleme abstellen. Welchen Führerschein brauche ich, um ein Tiny House bis 3,5 Tonnen bewegen zu dürfen? Da man mit dem normalen Pkw-Führerschein nur Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von maximal 750 Kilogramm im Straßenverkehr bewegen darf, benötigt man noch eine Erweiterung, nämlich den Führerschein der Klasse BE. Damit ist es dann möglich, auch Tiny Häuser mit bis zu 3,5 Tonnen im Straßenverkehr erlaubt zu bewegen. Übrigens, wer sich jetzt Gedanken um die Kosten macht, ein Führerschein der Klasse BE ist ja nur eine Erweiterung des normalen Pkw-Führerscheins und kostet deshalb gerade einmal zwischen 600 und 700 Euro. Kann ich ein Tiny House einfach im Straßenverkehr bewegen? Falls das Tiny House als Wohnwagen zugelassen wird, steht einer Teilnahme im Verkehr nichts im Wege. Andernfalls benötige ich eine Transportsicherung oder eine Institution wie DEKRA oder TÜV nimmt mir die Verbindung des Tiny Houses mit dem Anhänger als ordnungsgemäß gesicherte Ladung ab. Und dann heißt es freie Fahrt. Darf ich offiziell in einem Tiny House wohnen? Die wohl spannendste Frage überhaupt. Ja, es ist möglich, in einem Tiny House offiziell zu wohnen. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, das Tiny House ist als Wohnwagen zugelassen und ihr zieht auf einen Campingplatz. Für den muss die Gemeinde allerdings vorher einen Bebauungsplan vorgelegt haben. Dann steht dem nichts mehr im Wege. Diese Änderung gilt übrigens seit 2018. Oder man nimmt Möglichkeit 2, Räder und Anhänger weglassen, ein fertiges kleines Modulhaus auf einem Fundament in ein Grundstück setzen. Hierfür benötigt man eine Baugenehmigung, aber man geht zumindest allen Grauzonen aus dem Weg. Damit braucht man sich keine Sorgen mehr um die Zukunft machen und kann sein eigenes kleines Wohnglück richtig genießen.